Wertes Publikum, ich wiederhole, in wenigen Minuten beginnt die offizielle Gedenkfeier an Holocaust und Heldentum. Bitte gehen Sie auf Ihre Plätze, wertes Publikum. Setzen Sie sich. Und schalten Sie Ihre Mobiltelefone stumm beim Eintreffen der Ehrengäste. Werden Sie gebeten, aufzustehen bis zum Entfachen der Gedenkfackel.
Wertes Publikum, den Platz betreten der Staatspräsident nebst Gattin, der Ministerpräsident und Gattin, der Parlamentspräsident und sein Partner, die Präsidentin des Obersten Gerichts und Gatte, begleitet vom Vorsitzenden des Rats von Yad Vashem und Yad Vashem. Bitte erheben Sie sich. Ehrengarde stillgestanden, Ehrengarde Waffen schultern, Waffen absetzen, Waffen schultern. המשמר יחטיף את נשקו. אחטיף, שק! Waffen schultern. Werter Staatspräsident und Gattin, Ministerpräsident und Gattin, Parlamentsvorsitzende und Partner, Präsidentin des Obersten Gerichts und Gatte, geehrter Oberrabbiner Israels, werter 10. Präsident des Staates Israel, Vorsitzender der Opposition, Vorsitzender von Yad Vashem, des Yad Vashem-Rates, Vorsitzende des Zentrums der Holocaust-Organisation, Ältester des diplomatischen Korps Holocaust-Überlebende im In- und Ausland, verehrtes Publikum. Zu Ehren des Gedenktags an Holocaust und Heldentum wird die Flagge auf Halbmast gesetzt. Ehrengarde, Waffen, Schultern. המשמר יחטיף את נשקו. אחטיף, שק! Nun bitte ich den Vorsitzenden von Yad Vashem, Herrn Dani Dagayan, bitten, die Gedenkfackel zu entfachen. Waffen schultern, Waffen absetzen. המשמר יחטיף את נשקו. אחטיף, שק! המשמר יציג את נשקו. Waffen schultern. אחטיף, שק! Waffen zeigen. המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח. נא לשבת. Sie können bitte Platz nehmen. Der Gedenktag an Holocaust und Heldentum im jüdischen Jahr 5783 steht im Zeichen jüdischer Widerstand im Holocaust, 80 Jahre Aufstand Ghetto Warschau. Wir befinden uns auf dem Ghetto Warschau-Platz in Yad Vashem. Der Künstler Nathan Rappaport hat dieses Mahnmal geschaffen, das Heldentum der Kämpfer im Ghetto zeigt. Unsere kühnsten Träume wurden wahr. Großes geschah. Das, was wir gewagt haben, ist enorm wertvoll, schreibt Mordechai Anilewitsch im belagerten Warschauer Ghetto. Der Aufstand brach am Passover-Abend im Jahr 5703 im April 1943 aus. Das Volk erhob sich. Einen Monat kämpften die Untergrundkämpfer von Eyal und Atzi um ihr Leben im Ghetto. Ein Aufstand, der zum Symbol des Kampfes der wenigen gegen eine Übermacht wurde. Mit ihrer Anwesenheit ehren uns Frau Alisa Vitus Shomron, eine der letzten Kämpferinnen des Aufstands. Neben dem Aufstand im Ghetto Warschau hatte der jüdische Widerstand wieder Gesichter. Es war geistiger, kultureller, kämpferischer, politischer, pädagogischer und
religiöser Art, dieser Widerstand. Das Dilemma der Juden war schmerzlich, geprägt von Verzweiflung, Versteck, Flucht, falsche Identität, Gebote halten, auf Religion, Kultur und Bildung der Kinder achten. Den Juden stand das stärkste Land Europas gegenüber, das Juden mit aller Macht bekämpfte. Zwar gelang es dem jüdischen mutigen Widerstand nicht, die Massen der Juden zu retten, doch haben Umfang und Vielfalt des jüdischen Widerstands im Holocaust eine Generation in alte Traditionen geschaffen. Einer der Anführer des jüdischen Widerstands, Yitzhak Antek Zuckermann, sagte, es macht keinen Sinn, den Aufstand militärisch zu analysieren. Sein Ausgang war allen klar. Militärakademien wird es nicht als Unterrichtsstoff dienen. Doch wenn es eine Akademie des menschlichen Geistes gäbe, würde das dort als Hauptfach gelehrt werden. Nun die Ansprache des Staatspräsidenten, Herrn Yitzhak Herzog. Dies ist ein Moment der Majestät, Barmherzigkeit und Wahrheit. Der Herzschlag einer ganzen Nation ist zu hören, die vor ihren Tagen der Ehrfurcht steht. Die Woche, die heute Abend beginnt und mit dem 75. Unabhängigkeitstag Israels endet am Ausgang des Schabbats. Dieses Jahr ist kein gewöhnliches Jahr. Dieser Gedenktag ist nicht wie jeder andere. In diesem Jahr sind die Gefühle harsch, die Schultern gesenkt, als zeugten sie vom Gewicht der Zwietracht, die auf uns lastet. Ich appelliere an Sie, Bürger Israels und Bürgerinnen Israels, mit einem einfachen Gebet, lassen Sie uns diese heiligen Tage, die heute Abend beginnen und am Unabhängigkeitstag enden, nicht von Zwietracht überschatten. Lassen Sie uns wie immer zusammenhalten, in Partnerschaft, in Trauer, im Gedenken. Ich rede heute hier vor Ihnen, werte Gäste und Holocaust-Überlebende, Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und seine Gattin, der Vorsitzende des Parlaments Amir Yohanna und sein Partner, die Präsidentin des Obersten Gerichts Esther Chayut und ihr Mann, der 10. Präsident Reuven Rivlin des Staates Israels, Minister, Abgeordnete, Vertreter des Sicherheitsapparats, des Geheimdienstes, der Inneren Sicherheit, der Vorsitzende von Yad Vashem, Rabbiner Lau und Dani Dayan, Vorsitzende des Rats von Yad Vashem, Botschafter, diplomatisches Korps, israelische Bürger, werte Gäste. Ich rede hier nur wenige Worte. 6 Worte sage ich nur, von einem Museum der Schädel und Skelette einer ausgestorbenen Rasse möchte ich sprechen. Das jüdische Volk ist gemeint. Siegbert Sigi Rosenthal war genau 40 Jahre alt, als Dani, sein ältester Sohn, im Sommer 1939 in Berlin in Nazi-Deutschland geboren wurde. Dieses Foto ist ein seltenes Bild von ihnen beiden zusammen. Ein kleiner, unschuldiger, einfacher Moment, bevor ihre Welt zerstört wurde. Ein Vater, der seinen einzigen geliebten Sohn im Arm trägt, einen Moment, bevor er von den Stiefeln des Teufels getreten und gefesselt wird. Mit dem Messerschwenken erhoben sie ihre Hand gegen den Jungen. Die Sänfte des Vaters ist zu sehen, zu hören, zu fühlen. Das Lachen des Säuglings, das Foto hat überlebt, seine Protagonisten nicht. Mitte März 1943 wurde Familie Rosenthal, Vater, Mutter und ein kleiner Junge nach Auschwitz deportiert. Dani und seine Mutter Erna kamen direkt in die Gaskammern. Dani war 3 Jahre alt und 8 Monate. Viele Geschichten über den Holocaust enden hier. Diese Schreckenstat allein reicht, um jeden, der einen Odem hat, das Fürchten zu lehren. Im Fall von Sigi Rosenthal kannte das Nazi-Böse keine Grenzen. Es war nicht banal. Es war unendlich.
Sigi wurde zur Zwangsarbeit geschickt. Auf seinem linken Unterarm tätowierten die Nazis die Nummer 107933. Wenige Monate später kam er zur Vernichtung ins Lager Natzweiler-Struthof nach Frankreich. Es sollte das erste Kapitel einer schrecklichen Monstrosität werden. Ein Museum der Schädel und Skelette einer ausgestorbenen Rasse. Sigi Rosenthal, der Vater des kleinen Dani, war eines der 86 jüdischen Opfer, deren Organe von Nazi-Anthropologen für Experimente verwendet wurden. Skelette, Nasen, Ohren, Schädelstrukturen und Gesichtszüge, um dem wissenschaftlichen Rassismus Nachdruck zu verleihen. Sigi und andere Juden wurden in eine kleine, überfüllte Gaskammer verschleppt, gefoltert und ermordet, nur damit ihre Körperteile in einem Museum der Schädel und Skeletten einer ausgestorbenen Rasse präsentiert werden konnten. Das war von der Nazi-Bestie geplante Schreckensmuseum an der Reichsuniversität Straßburg in Frankreich. Eine Sammlung von Gliedmaßen unserer Brüder und Schwestern, deren Körper aufgeschnitten, zerhackt, in Reagenzgläser und Gasflaschen gesteckt wurden, um sie geordnet auszustellen und zu kategorisieren. Die Körper, die Würde der Opfer dieses schrecklichen und dunklen Verbrechens wurden verletzt. In Lagern, in Gaskammern, auch in der medizinischen Fakultät. Blut wurde vergossen wie Wasser und niemand konnte sie begraben. Das Museum der Schädel und Skelette einer ausgestorbenen Rasse zeigte, wie die Nazis selbst an das Übermorgen Grausames gedachten. An den Tag, an dem es nirgendwo auf der Welt einen lebenden Juden mehr geben würde. Wie würde sich die aufgeklärte Welt gereinigt von Juden an diese ausgestorbene minderwertige Rasse erinnern? Woher sollten die Angehörigen der Herrenrasse wissen, dass es richtig war, diese Untermenschen aus der reinen Menschenwelt auszuretten? Auf diese Frage sollte dieses Museum Antwort geben. Es war das Finale der Entlösung. Das Projekt hatte einen Kommandanten, Professor August Hirt, ein Arzt, der geschworen hatte, Leben zu retten. Er hat diese Sammlung jüdischer Organe erschreckenderweise zu seinem Lebenswerk gemacht. Seine Menschen führten Messungen an Hunderten von Auschwitz-Insassen durch, um diejenigen Körper aufzuschneiden, zu zerhacken und in Reagenzgläser und Gasflaschen geordnet zu stecken, um eine Sammlung zu schaffen für zukünftige Besucher. 86 Welten, Welten der Liebe, Freude und Träume, reduziert auf zerstückelte Gliedmaßen. Niemand kennt ihre Grabstätte und sie fanden keine vollkommene Ruhestätte. Dieses entsetzliche, widerwärtige, kranke Morden zum Zweck der öffentlichen zur Zaustellung spricht von der Einzigartigkeit des Verbrechens, vom Tiefpunkt der Menschheitsgeschichte, von der Hölle an sich. Meine Schwestern und Brüder, mit menschlichem Mut und göttlichem Beistand haben die Alliierten die Mächte der Tyrannie besiegt. Mit menschlichem Mut und göttlichem Beistand siegte der Geist unseres Volkes, das sich mit vernarbten Flügeln aus den Tiefen des Holocaust erhob. Es war dieser Geist, der triumphierte. Das Wunder unserer Wiedergeburt vor 75 Jahren war der Sieg des Lichts über die Dunkelheit. Wieder sind wir aus Staub und Asche auferstanden. Der gelbe Stern wich der Flagge Israels. Die Krematorien wurden zu Feuern der Kreativität und Aufbau. Wir haben einen vorbildlichen Staat gegründet, denn der Herr wird sein Volk trösten, wird Jerusalem erlösen. Überlebende des Holocaust, Helden der Aufstehung, mit eurer Kraft, mit eurem Entschluss zu leben, seid ihr eine Quelle der Inspiration und Hoffnung für uns, jeden Tag und auch jetzt. Zu euch schauen wir auf, zu eurer Liebe für den Staat und das Land, für das Volk, für die Menschen. Die Gedenkfackel, die ewige Flagge, die hier in Yad Vashem am Fuße des Berges der Wiedergeburt unserer Nation flackert, ist weder zeitlich noch räumlich begrenzt.
So ist ewig und sie ist bedeutungsvoll. Diese Feuersäule ist das Licht am Ende des Tunnels der Schrecken des Holocaust. Es führt uns, trägt uns und nicht weniger wichtig, überträgt uns Verantwortung, eine folgenschwere Verantwortung. Vor allem dürfen wir uns niemals auf die Gunst anderer verlassen. Wir müssen unsere Nation, unseren jüdischen und demokratischen Staat selbst bewahren und aufbauen, damit wir als nationale Heimat des jüdischen Volkes, als geliebte, menschliche, respektvolle, starke Heimat für alle Bürger auf der Welt wachsen und gedeihen können. Eine weitere Aufgabe und Verantwortung ist das Gedenken. Und noch wichtiger, wir müssen daraus lernen. Wir werden uns an diejenigen erinnern, an die Seelen und diejenigen, die alles gegeben haben, um nur eine einzige Seele zu retten. Wir werden uns erinnern und aus ihren Taten lernen. Wir werden uns erinnern, was Amalek uns angetan, was Nazischergen und ihre Komplizen getan haben. Die Übel, daran werden wir uns erinnern, und auch den Hass und Antisemitismus und Rassismus. Den werden wir in alle Formen bekämpfen. Bürger Israels, in diesem Jahr, ausgerechnet in diesem Jahr, möchte ich etwas hinzufügen. Die Nazi-Gräuel sind ein beispielloses Böses, das in keiner Weise zu vergleichen ist. Es war keine bloße Bosheit. Es war etwas Unendliches, unendliches Grauen. Das dürfen wir nie vergessen und wir müssen verinnerlichen. Sie und nur sie allein waren Nazis. Das und das allein war der Holocaust. Selbst im Griff heftiger Meinungsverschiedenheiten über Schicksal, Glauben, Werte, Bestimmungszweck müssen wir uns hüten, Vergleiche, Gleichsetzungen mit dem Holocaust und mit den Nazis zu ziehen. Auf dem Höhepunkt dieses heiligen Tags muss selbst das Offenkundige gesagt werden. Dem Nazimonster waren Meinungen innerhalb unserer Nation egal. Ideologien, Überzeugung, Lebensweisen, Unterschiede oder Vielfalt innerhalb unseres Volkes, all das hatte keine Bedeutung. Für die Nazis waren wir alle ein Volk, zerstreut unter den Völkern, dessen Schicksal eins war, Tod und Auslöschung. Unser Sieg über sie, ein Sieg, der sich Tag für Tag entfaltet, stammt aus einer einzigen Nation. Wir feiern 75 Jahre israelische Wiedergeburt. In diesen Tagen, 75 Jahre des Siegs, in denen der jüdische und demokratische Staat Israel und die israelische Gesellschaft aufrecht dastehen und wir gehen unseren Weg auch in dieser Generation und sagen, uns werdet ihr nicht besiegen. Wir sind Brüder, unsere Schwestern. Ja, wir argumentieren, wir streiten, wir haben unterschiedliche Meinungen, aber wir hassen einander nie. Wir werden nie zu Feinden. Wir sind ein Volk und werden ein Volk bleiben, zusammengeführt, nicht durch die schmerzhafte Geschichte nur, sondern durch auch das gemeinsame, hoffnungsvolle Zukunft und ein gemeinsames Schicksal. Sehr geehrte Holocaust-Überlebende, meine Damen und Herren, ich habe meine Rede heute Abend mit einem Museum der Schädel und Skelette begonnen und möchte damit enden, denn auch dort haben wir gezeigt, dass uns nichts auslöschen kann. Erst Jahrzehnte nach Kriegsende erhielten 86 Opfer ihre Namen zurück. Krieger der Erinnerung und Menschenwürde, absolute Heilige aus Israel und aus der Nation der Welt, haben viele Jahre für dieses Ziel gearbeitet und auf ganz entschlossene Art und Weise, das hat in Frankreich und ganz Europa Wellen geschlagen, hatten sie dann Erfolg. Zuerst fanden sie Zahlen, Nummern, dann Namen, dann wurden Namen zu Menschen. Menschen mit Lebensgeschichten, mit Fotografien. Hadassa, die Tochter von Sarah Bomberg-Brierenzweig, entdeckte mit 60-jähriger Verspätung das Schicksal ihrer Mutter im Holocaust. Sarah, ihre Mutter, hatte sie vor dem Transport nach Auschwitz in ein Waisenhaus nach Belgien gebracht. Sie hat ihr versprochen, nach der Trennung einander wiederzusehen. Sarah konnte ihr Versprechen nicht einlösen. Sie wurde ermordet und ist eines der Opfer des Museums
Museums für Schädel und Skelette einer ausgestorbenen Rasse. Die Tochter Hadassah Bomberg wanderte nach dem Zweiten Weltkrieg nach Israel ein. Sie heiratete und ließ sich im Moschaf Nirgalim nieder. Ihre älteste Tochter hat sie nach ihrer Mutter benannt, die in diesem schrecklichen Museum ermordet wurde, Sarah. In dieser Woche habe ich mit Sarah Pastel-Bell, der Enkelin jener Sarah, gesprochen. Sie ist heute mit ihrer Familie hier. Sarah ist die entschiedenste Antwort an alle, die uns eine ausgestorbene Rasse nannten. Sarah und ihre Familie verkörpern Sieg und Hoffnung. Der Sieg einer Nation, die nach 2000 Jahren Exil ihr Land erneut verdient hat. Eine Nation, die aus der Tiefe der Hölle aufstieg, einen Staat wiedergeboren hat, eine Nation mit bedeutsamen Kräften der Kreativität und des Tikkun Olam, ein Volk, das immer wieder ausruft, Hineni Kan, hier sind wir, hier, das Volk Israel lebt. Am Israel Chai. Gesegnet sind sie, Holocaust-Überlebende. Wir werden uns ihrer erinnern über Generationen in alle Ewigkeit. Bam, 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 bam. Al nato mal hine dalhi ha'achrona, et or hayom histiru shmei ha'anana, ze yom nichsafnu lo od yal ve'yavo, u'mitzadeinu od yarim anachnu po. Ze yom nichsafnu lo od yal ve'yavo, u'mitzadeinu od yarim anachnu po. Amud hashachar al yomeinu oyahem, im hatzorel yachlof tmoleinu kemotzel, ach im chalila yeachel lavo ha'om, kemo sisma yehe hashir midor ledor, ach im chalila yeachel lavo ha'om, kemo sisma yehe hashir midor ledor. Bam 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 bam. Ki ben kirot noflim sharu kol ha'am, yachdav sharu venaganim beyadam. Bam 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 bam. Al ken al nato mar dalki ha'achrona, et or hayom hisiru shmei ha'anana. Ze yom nichsafnu lo od yal ve'yavo, u'mitzadeinu od yarim anachnu po. Ze yom nichsafnu lo od yal ve'yavo, u'mitzadeinu od yarim anachnu po. Anachnu po, anachnu po, anachnu po. Es folgt die Ansprache vom Ministerpräsidenten Herrn Benjamin Netanyahu. Werte Gäste, Staatspräsident nebst Gattin, Vorsitzender der Knesset und sein Partner, Präsidentin des Obersten Gerichts und ihr Gatte,
Minister, Abgeordnete der Knesset, Vertreter des Sicherheitsapparats, Shagirim, Botschafter, Rabbanim Arashim, Oberrabbiner, Mechubadai Kulam, werte Gäste, Uveroshan, Yakirenu, und insbesondere Sordei HaShoah, Sie, werte Holocaust-Überlebende und Ihre Familien. Benjamin Zeev Wertzberger wurde in Ungarn geboren. Seine gesamte Familie ist im Holocaust umgekommen. Er wurde in unterschiedliche Konzentrationslager geschickt. In Mauthausen in Österreich pflegte der SS-Offizier ihn und die restlichen Insassen allmorgendlich mit großem Geschrei zu wecken. Ihr träumt von Jerusalem, schrie der Offizier sie an. Ihr werdet Jerusalem nie wiedersehen. Ihr werdet Jerusalem nur durch die Schornsteine der Krematorien sehen. Aber Benjamin Zeev Wertzberger hat sich geweigert, den Traum loszusagen. Mit übermächtigen Kräften hat er den Holocaust überlebt, ist nach Israel eingewandert und hat hier eine große Familie in Afula gegründet. Aber nicht für einen Moment hat er Jerusalem vergessen. In hohem Alter beschloss er, an der Klagemauer zu arbeiten. Für ihn war das der Sieg über das Nazimonster, der absolute Beweis, dass das Volk Israel lebt. Er hat die Steine gesäubert an der Klagemauer und hat gespürt, welche Rolle das spielte in unserer Geschichte. Wie wichtig die Gründung des Staates war. Es gab niemanden, der glücklicher war, zeugten seine Familienangehörigen. Er ist vor einem Jahr verstorben, im Alter von 95 Jahren. Aber seine Enkel und Urenkel sind heute Abend hier unter uns. Die Kette der Überlebenden und ihre Anwesenheit an diesem heiligen Ort sind Zeugnis für den Sieg über unsere Feinde. Es ist selbstverständlich, wie wir gerade vom Staatspräsidenten hörten, dass dieser Sieg nichts auslöschen kann. Er kann die Tragödie unseres Volkes in dem Holocaust nicht minimieren. Ganze Gemeinden sind ausgelöscht werden. Millionen unserer Brüder und Schwestern sind abgeschlachtet worden auf schlimmste Art und Weise. Und darüber hinaus sind Millionen andere Menschen getötet worden. Werte, Moral sind mit Füßen getreten worden. Menschlichkeit wurde zermalmt. Die Würde des Menschen wurde mit Füßen getreten. Die Narben des Schmerzes, Elisha, die werden mit uns bleiben für Ewigkeiten. Und dennoch müssen wir uns an den einzigartigen Sieg des Volkes Israel erinnern. Und ich spreche zunächst einmal Sie an, werte Holocaust-Überlebende. Dieser Sieg schlägt sich in den großen Familien nieder, die Sie gegründet haben, in Ihrer Seelenstärke. Mitten in der Hölle und auch danach haben Sie sich für das Leben entschieden, haben an das Gute geglaubt und haben den anderen geholfen, Ihren Brüdern und Schwestern geholfen, haben gegeben und Gnade gezeigt. Dieser Sieg schlägt sich auch in dem Marsch des Lebens nieder. Griechenland, Nordmazedonien, Bulgarien und Nachfahren der Gemeinden in Nordafrika
Auch sie waren vom Tod der Nazis durch die Nazis bedroht. Aber der Höhepunkt des Sieges ist die Unabhängigkeit unseres Landes, 75 Jahre alt. Israel ist ein freies, demokratisches, turbulentes Land mit sehr vielen Errungenschaften. Wir alle haben, haben das Land gemeinsam gebaut, bauen es auf, Generation um Generation. Gestern, wie ich das alljährlich mache, habe ich das Kabinett getroffen. Und habe mich dort mit den Überlebenden getroffen und denjenigen, die die Fackeln anzünden. Shoshana Weiss, Tova Goldstein, Ben Zion Reisch, Judith Zollberg, Ruvin Bonfil, Yafim Gimmelstein und Malka Händel hatte ich gestern getroffen. Jalkas Bruder, Rabbiner Rav auch er war gegenwärtig bei diesem Treffen. Er hat mich danach angesprochen, nachdem alle schon geredet haben. Er war sehr bewegt, aufgewühlt. Aber leider, unmittelbar nach dem Treffen, hat er einen Hirnschlag gehabt und wir alle beten um sein Wohl. Sehr bewegt habe ich die Geschichte der Überlebenden gehört. Zu Beginn ihres Lebens und nachher kamen die Kapitel des Lichtes. Es gibt kein anderes Land auf der Welt, wo die Töchter und Brüder dieses Landes aus diesem Staub, aus der Vernichtung auferstehen konnten und wirklich den Höhepunkt des Aufstands, des Aufbaus erreichen konnten. Israel ist eine internationale aufsteigende Kraft, hat ungewöhnliche Errungenschaften. Das höre ich in sämtlichen Treffen mit internationalen Führern, auch Führungspersönlichkeiten aus der arabischen Welt, mit denen wir historische Abkommen schlossen und auch von führenden Persönlichkeiten der arabischen Welt, mit denen wir zukünftig Abkommen schließen werden. Frieden, die Bedeutung des Friedens sehen wir tagtäglich. Auch an diesem Tag schlägt sich das nieder. Muslimische Kinder aus Dubai lernen etwas über die Shoah des jüdischen Volkes. Vor einigen Wochen traf ich in Deutschland Bundeskanzler Schulz. Wir haben einen aufwühlenden Besuch gehabt. Wir waren am Gleis 17 in Berlin. Von diesem Gleis wurden viele Juden in den Tod geschickt. Die letzte Deportation verließ Berlin im April 1945, wenige Wochen vor der Niederlage der Nazis. Doch da hat der Schreck die Schreckensherrschaft darauf beharrt, die letzten Juden zu vernichten. Dort auf dem Todesgleis habe ich vor Bundeskanzler Scholz eine eindeutige, klare Botschaft geäußert. Vor 80 Jahrzehnten, nachdem wir hilflos einen neuen jüdischen Staat gegründet haben, die Welt hat sich seitdem verändert, aber es gibt noch immer Rufe zu unserer Vernichtung. Heute kommen sie von dem Schreckensregime aus dem Iran. Die Hauptlehre aus der Shoah ist, dass wir die Kräfte des Bösen möglichst schnell eindämmen müssen. Der jüdische Staat muss sicherstellen, dass der Staat sich mit eigenen Kräften verteidigen kann vor allen Bedrohungen gegenüber allen Feinden. Heute Abend in Yad Vashem füge ich hinzu, die Vergangenheit haben wir besiegt. Aber das heißt nicht, dass der Sieg der Zukunft auch garantiert ist. Wir müssen kompromisslos gegen unsere Feinde ankämpfen. Deshalb sind wir so energisch gegen das Atomabkommen mit Iran, das den Weg bahnt zum Atompotenzial. Wir kämpfen gegen den Terror aus dem Uran. Wer uns ersticken möchte im Terror, wird eine scharfe Reaktion erfahren. Unsere Freunde werden uns Schulter an Schulter geeint vorfinden. Und sie werden wiedersehen, welche Stärke, welche Kraft unser Volk hat.
Liebe Freunde, Bürger Israels, ich stehe hier schon seit vielen Jahren und ich erkläre vor der ganzen Welt, dass wir nie wieder. Und diesmal möchte ich es unterstreichen. Diejenigen, die uns töten, vernichten wollen, die neuen Schergen, glauben, meinen, dass wir vielleicht nicht mehr innerlich so geeint sind, um uns sich ihnen zu widersetzen. Da machen sie einen großen Fehler. Wir werden uns schützen, verteidigen und gemeinsam jede Bedrohung unserer Existenz zerschlagen. Vor 80 Jahren im brennenden Ghetto Warschau haben die jungen aufständischen Juden sich den Nazis widersetzt. Sie hatten kaum Waffen, wenige gegenüber Massen. Sie waren in den Kanalisationsrohren und haben die Fahne von Zions über das Ghetto gehisst. Ein Junge sollte aufs Dach steigen und man hat ihnen gesagt, wir machen Geschichte. Wir werden die Fahne des ersten jüdischen Aufstands nach fast 2000 Jahren hissen. Sie sind auf das Dach geklettert mit Molotow-Cocktails und Gewehren. Und als sie oben auf dem Dach waren, die Aufständischen, haben sie den Fahnenmast in den Schornstein gesteckt. Das war eine blau-weiße Flagge, die wehte über den Dächern von Warschau. Sie waren stolz, zutiefst bewegt. Diese heroische Tat war, wie es in den Zeilen heißt, ein wehendes Wunder. Der Geist Widerstand war nicht zu besiegen. Aber es gab noch eine ideologische Tiefe zwischen Mordechai Anilewitsch und Pavel Frenkel. Ideologische Differenzen, die sie nicht einen ließen. Selbst in jenen letzten Momenten, in den härtesten, schlimmsten Momenten. Diese Geschichte voller Pracht, voller Stolz des Ghetto Warschaus zeigt von Heldentum, von dem Ausmaß des Heldentums, das in unserem Volk verankert ist. Aber das verpflichtet uns auch, das Gebot der Stunde zu verinnerlichen. Wir brauchen einen geeinten Geist, geeinte Kräfte. Nur so werden wir unsere Feinde besiegen. Innere Einheit, starken Geist und geeinte Kräfte. Nur so werden wir siegen. Das sind genau die Dinge, die vor einigen Tagen Rabbiner Lordi aus der Siedlung Efrat gesagt hat, Rabbiner Di im schlimmsten Moment seines Lebens bei dem Begräbnis seiner Frau Lucy und seiner Töchter Maya und Rina, hat Leo geschrien in alle Ewigkeit. Das war auch das, was Benjamin Zeev Würzberger gesagt hat, nämlich diesen Ruf, der uns alle vereint. Am Israel Chai, es lebe das Volk Israel in alle Ewigkeiten. Möge ihr an Gedenken bewahrt während des seligen Angedenkens diese 6 Millionen, die im Holocaust ermordet wurden, die unserem Volk entrissen wurden über Generationen. Gott möge sie rächen. חריצת משפט מי בייסורים
מי ביום אביב זוהר זוהר ומי לאט לאט תתפורר ומי מי הוא שפורר לי ומי במידה קטנה מי בחדורי שינה מי בעול האהבה מי בחבטת עלה מי ברש מי באבקה מי בגלל החמדנות מי בגלל רעב פשוט ומי מי שקורא לי ומי בהשלמה שלווה ומי בתאונה קרובה ומי יחיד בבדידותו ומי אל מול בבואתו מי במצוות גבירתו מי במו ידיו מי אסור בכבליו מי בכוח רב ומי Zeremonielles Entfachen der Fackeln. Die sechs Fackeln werden im Gedenken an die 6 Millionen entfacht. Unsere Brüder und Schwestern ermordet von deutschen Nazis und ihren Helfern. Zu Ehre der Holocaust-Überlebenden, die ihr Leben wieder aufgebaut, sich am schmerzhaften Staatsaufbau beteiligt und zentral beim Gedenken an den Holocaust über Generationen mitgewirkt haben. Die Fackelträger werden von ihren Angehörigen begleitet. Die erste Fackel wird von Tova Gittler-Gottstein, geborene Alba, Warschau, Polen, entfacht. Ich bin in Warschau geboren. Wir wohnten im jüdischen Viertel, wo später das Ghetto war. Wir waren 3 Kinder, ich war 6 Jahre alt, die älteste war 7, mein kleiner Bruder 4 Monate alt und Vater und Mutter. Unser Vater wurde von den Nazis zur Zwangsarbeit verschleppt. Er kehrte nie zurück. Im Warschauer Ghetto gab es nichts zu essen. Mutter konnte nicht arbeiten, weil sie ein Baby hatte. Also ging ich zum Zentrum des Ghettos. Unterwegs sah ich verhungerte Menschen auf dem Boden liegen. Ich kam in die Samenhofstraße. Dort sammelten sich die Kinder. Dort stiegen wir in die Kanalisation hinunter. So gelangten wir auf die arische Seite, um nach Essen zu suchen. Wir lebten in ständiger Angst, dass die Deutschen uns erwischen. Tatsächlich wurden viele Kinder geschnappt. Wir hatten 2 Fenster in Richtung Umschlagplatz, in Richtung Niskestraße. Durch das Fenster sah ich, wie die Deutschen ganze Gruppen versammelten und sie zu Zügen führten. Ich war draußen, um der Familie Essen zu besorgen. Plötzlich sah ich überall Feuer. Der Himmel war rot. Sie schossen auf die Häuser brannten. Panzer rollten an. Ich rannte. Ich kam nach Hause. Mutter war nicht zu Hause. Menschen mit Kindern rannten. Ich lief ihnen hinterher. Tief im Wald stieß ich auf Partisanen. Unter ihnen waren auch Juden. Sie brachten mir Essen immer und Kleider. Wenn sie zu Aktionen aufbrachen, steckten sie mich in Gräben, die sie mit Ästen bedeckten. Wie ich mich freute, wenn sie zurückkamen. Aber nicht immer kamen alle zurück. 2 Jahre war ich bei den Partisanen. Irgendwann kamen sie nicht mehr wieder. Ich blieb Tage im Graben.
Als ich schließlich herauskroch, war niemand mehr da. Mutter hatte Familie in Lublin, das wusste ich. Ich beschloss, nach Lublin zu gehen, um Mutters Familie zu suchen. 2 Monate dauerte es bis nach Lublin. Ich fand niemanden. Mutter hatte 11 Brüder. Alle wurden ermordet. Tag um Tag saß ich von morgens bis abends auf dem Bahnhof in der Hoffnung, Mutter und Brüder wiederzusehen. Ich fand sie schließlich über das Rote Kreuz in Deutschland. Wir waren wieder vereint, wir waren in einem DP-Lager und sind dann nach Israel gefahren. Auch mein Mann war Holocaust-Überlebender, er war mit uns im DP-Lager. Ich habe 3 Kinder, 8 Enkel und 13 Urenkel. Am Holocaust-Tag fahre ich Jahr für Jahr von einem Militärstützpunkt zum anderen und erzähle, was ich im Holocaust durchgemacht habe. Das wurde für mich zur Quelle des Lebens. Die Fackel steigt auf. Die 2. Fackel wird von Benzion Reisch aus Czernowitz, Rumänien, entfacht. Unsere Familie lebte hauptsächlich in Dörfern und wurde von ländlichen Rumänen ermordet. In Czernowitz errichteten sie ein Ghetto. Dann verfrachteten sie uns in Viehwaggons. So gelangten wir nach Merkulesz. Von Merkulesz gingen wir zu Fuß in einem Konvoi, angeführt von einem rumänischen Gendarm. Diese Fußmärsche fanden Ende 1941 statt. Nach der Überquerung des Dniester kamen wir nach Transnistrien. Ich war mit meiner Mutter und einem kleinen Bruder. Meine Mutter hielt meinen Bruder die ganze Zeit fest im Arm. Wir blieben hinter dem Konvoi zurück. Wer nicht Schritt hielt, wurde erschossen. Sie haben uns nicht erschossen, ließen uns allein weitergehen. Einen ganzen Tag gingen wir so zu Fuß bis zum Ghetto nach Jakowo-Gritsch. Im Nachhinein erfuhr ich, dass der gesamte Konvoi nach Cegolowska fuhr. Dort war eine riesige Scheune ohne Dach und dort sind sie gestorben an Hunger und Kälte. In Czerbokowicz ist mein Bruder, der hat schon am ersten Abend meine Mutter um etwas Suppe gebeten. Sie wollte etwas Suppe. Er ist dort gestorben. Mutter war in einer verzweifelten Lage. Ich war damals gerade mal 10 Jahre alt, aber ich wusste, nun hing alles von mir ab. Ich verließ das Ghetto auf eigene Gefahr. Und Karren mit Zuckerrüben fuhren die Straße entlang. Und ich versuchte, die heruntergefallenen Rüben aufzusammeln. Und oft schlugen Fuhrleute auf mich ein. Ich hütete Gänse und Schweine für Ukrainer. Dafür bekam ich Kartoffeln. Einige schlugen uns, andere hetzten Hunde auf uns. Für die war das Unterhaltung. Im Sommer fährte ich Stricknadeln aus Stacheldraht. Wolle bekam ich von Nichtjüdinnen im Dorf. Mutter und ich strickten Wollsachen. Dafür bekamen wir wieder Kartoffeln. So lebten wir 3 Jahre dort, bis zum Kriegsende. Meine Frau ist auch Holocaust-Überlebende. Sie war Einzelkind. Ich blieb Einzelkind. Heute haben wir mit Gottes Hilfe 30 Enkel und viele Urenkel aller Hautfarben. Das Feuer steigt auf.
Die dritte Fackel wird von Judith Solberg, geborene Van Dyck, aus Amsterdam, Holland, entfacht. Mit 5 Jahren bekam ich einen Ausweis mit Stempel Juden und gelbem Stern. Von Amsterdam wurden wir ins Lager Westerbork an der deutschen Grenze gebracht. Viele unserer Verwandten waren dort. Auch mein Großvater mütterlicherseits, der Mizrachi in den Niederlanden gegründet hatte. Von Westerbork wurden wir nach Bergen-Belsen gebracht. Bei unserer Ankunft brüllten Soldaten mit Hunden: Raus, raus! Sie machten Handbewegungen, die Hunde sollten uns anspringen. Es war gruselig. Oma litt an Diabetes und nach einigen Tagen ging ihr das Insulin aus. Wenig später starb sie. Großvater war schon damals über 70 Jahre alt. Einen Tag mussten sie Appell stehen im Schnee. Menschen wurden ohnmächtig, einige starben auch. Irgendeine Anordnung kam zum Leiter des Appells und baten darum, meinen Großvater in die Baracke zu bringen. Aber der sagte: Wieso? Von wegen? Ich bin doch nichts Besseres. Ich gehe nicht. Natürlich hat er eine schwere Erkältung eingefangen und nach ein paar Wochen ist er gestorben. Menschen um uns herum starben. Es gab sehr wenig zu essen. Mama bekam Arbeit als Putzfrau in einem deutschen Büro. Sie schaffte es, Essen in ihrer Kleidung herauszuschmuggeln. Das war unser Abendessen. Meine Schwester und ich bestickten Servietten zur Bedeckung des Schabbatsbrot und Pessach haben wir Brotstücke in den Ofen geschoben und versucht, Teig daraus zu machen. Aber irgendwie ist das verbrannt. Wir haben so getan, als sei das ungesäuertes Brot. Es gab Leute wie meinen Onkel, der die Haggadah aus dem Gedächtnis aufgeschrieben hat. Das haben wir gelesen. Manchmal konnten wir Vater auch besuchen. Er sagte uns, wer im Bett bleibt, wird nicht überleben. Es war wichtig, mit bettlägerigen Menschen zu sprechen, die nicht aufstehen wollten. Ich nahm den Rat mit in die Frauenbaracke. Ich hoffe, dass das dazu beigetragen hat, einigen Menschen das Leben zu retten. Nicht allen, aber zumindest einigen. Dann würde ich mich freuen. Wir hörten sogar nach dem Holocaust davon. Mein Mann, Shaul, ist auch Holocaust-Überlebender. Wir kannten uns noch von der Schule her. Wir verliebten uns nach dem Holocaust und heirateten. Wir gründeten eine Familie. Wir haben 17 Enkel und 34 Urenkel und warten derzeit auf 2 weitere. Die Flamme steigt auf. המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח. Die vierte Fackel wird von Reuven Bonfil aus Karditsa, Griechenland, entfacht. Als ich klein war, sang Mutter dieses Lied immer vor dem Schlafengehen. Als wir von Athen nach Karditsa zurückkehrten, machte der Zug Zwischenhalt in Domokos. Dort waren jüdische Zwangsarbeiter. Einer bat um Brot. Papa warf einen Laib Brot aus dem Fenster. Als jener das Brot aufheben wollte, lief
Hinter ihm ein deutscher Soldat. Auf ihn zu, er schlug mit dem Gewehrkolben auf ihn ein, bis er tot am Boden lag. In diesem Moment öffnete ein deutscher Offizier die Autotür und fragte, wer hat das Brot hinausgeworfen? Mutter wurde blass vor Angst. Vater konnte ein wenig Deutsch und er sagte, dass hier niemand Brot hinausgeworfen hätte. Der Offizier schloss die Tür und ging. Dort blieben wir weitere 5 Stunden. Wir waren buchstäblich vor Angst erstarrt. Eine deutsche Vorhut traf in der Stadt ein. Wir liefen in Richtung der Berge. Es war sehr kalt. Ich ritt auf einem Esel. Wir gingen immer weiter hinauf, in der Hoffnung, dass die Deutschen dort nicht hinaufkommen werden. Meine Beine waren steif vor Kälte. Wir erreichten Aphidia, die Heimat von Konstantine und Vasiliki Gulas. Vasiliki Gulas hat mich mit Schnee eingerieben, bis meine Beine wieder spürte. So hat sie mich gerettet. Die Familie Gulas war Teil des Widerstands. Sie teilten ihr Essen mit uns, beherbergten uns in ihrem Haus. Einige ihrer Kinder waren in meinem Alter. Ihr Sohn Fotis wurde mein Freund. Als die Deutschen kamen, haben sie uns in ihrer Hütte versteckt, die mitten in den schneebedeckten Bergen lag. Sie scheuten keine Mühe, um uns gelegentlich Brot zu schicken. Und in dieser Hütte war auch eine Ziege. Wir tranken Ziegenmilch, solange wie es möglich war. Ich habe Chava geheiratet, eine Holocaust-Überlebende aus Deutschland. Wir haben 8 Enkel und schon heute 3 Enkel. Konstantinos und Vasilika Gulas wurden von Yad Vashem als Gerechte unter den Völkern anerkannt. Vor der Zeremonie in Karditsa trafen sich unsere Familien in Fidia. Das war sehr, sehr bewegend. Die Flamme steigt auf. Die 5. Flagge wird von Jafim Gimmelstein aus Minsk, Belarus, entfacht. Ich wurde am 4. August 1935 in Minsk in eine Arbeiterfamilie hineingeboren. Mutter arbeitete in einem Geschäft, Vater in der Fabrik. Dann fing die Ermordung von Juden an. Allwöchentlich kamen sie mit Gastlastwagen und nahmen Leute mit. Die wurden entweder direkt in den Lastwagen vergiftet oder an andere Orte verschleppt und ermordet. Viele Menschen sind in Trostinetz begraben, viele Menschen aus dem Minsker Ghetto. Bei einem der Pogrome wurden Juden in einem großen Hof erschossen. Wir haben es gehört. Als wir gingen, sah ich die Leichen dort liegen. Der ganze Hof war voller Blut. Meine Mutter und eine Schwester, ihr Mann Dubin, war Ofenbauer. Und er baute eine Art Keller mit einem Ofen. Der Ofen hatte eine Öffnung mit Eisentür. Das war der Eingang in den Keller. Und er stellte dort einen Wasserbehälter hin. Die Menge war nur für unsere Familie berechnet. Und bei den letzten Pogromen der Deutschen sind wir zusammen mit anderen dorthin gebracht worden. Der Ort war für 7 geplant. 26 Leute kamen. Die Deutschen vernichteten das gesamte Ghetto. Anschließend suchten sie nach Juden im Versteck. Aber uns fanden sie nicht. Ich war der Jüngste. Ich war damals 8 Jahre alt. Wir hatten weder Wasser noch genug Essen für alle.
Menschen begannen zu sterben. Wir gruben Löcher und vergruben sie. Auch meine Großmutter haben wir dort begraben. Beim Ausheben der Gräber stießen wir plötzlich auf Wasser. Der Pegel stieg und stieg. Ich weiß nicht mehr, wie tief, aber es war sehr tief. Wir dachten, das sei unser Ende. Am zweiten Tag muss Gott uns erhört haben. Der Wasserstand sank plötzlich allmählich. Mutter verließ ihr Versteck und suchte nach Essen. Das war sehr gefährlich. Sie ging, um Essen zu besorgen. 1944 befreite die sowjetische Armee uns. In Minsk. Sie fanden uns, sie kamen mit Tragen und zogen uns heraus. Sie haben mich rausgeholt. Ich war total aufgebläht. Nicht nur ich, viele andere auch. Nach 9 Monaten waren nur noch 13 Kilo von mir übrig geblieben. Im Minsker Ghetto lebten ungefähr 100.000 Juden. Sehr wenige überlebten. Nach dem Krieg heiratete Mutter wieder. Ich wurde erwachsen und heiratete. Ich hatte 2 Söhne. Wir zogen nach Israel. Meine Enkel sind hier geboren. Wir leben in Israel, Gott sei Dank. Die Flamme steigt auf. Die 6. Fackel wird von Malka Rendel, geborene freundlich aus Nagyzet, Ungarn, entfacht. Meine Lehrerin mochte mich. Ich schrieb sehr patriotische Aufsätze. Unter jedem Aufsatz schrieb sie, was für ein tolles ungarisches Mädchen. Eines Morgens schrieb dieselbe Lehrerin meinen Nachnamen an die Tafel, freundlich, und fragt, was meint ihr Kinder? Ist das ein ungarischer Name? Es schnürte mir die Kehle zu. Ich rannte aus dem Klassenzimmer. Bei unserer Ankunft in Auschwitz hielt ich die Hand meiner Mutter. Mutter hielt die Hand meines Großvaters. Meine beiden Schwestern hielten meine andere Hand. Ein Mann in gestreifter Kleidung schubste mich nach rechts. Ich wollte nicht gehen. Ich wollte Mama nicht verlassen. Mutter steckte mir 2 Kekse in die Tasche und sagte, geh, meine Tochter. Ich habe sie nie wieder gesehen. Ich blieb bei den beiden Schwestern. Mutter sagte zu beiden, passt auf sie auf. Sie fühlten sich verpflichtet. Manchmal gaben sie mir ihr Brot. In Neustadt nähten wir Fallschirme für deutsche Soldaten. Es war Chanukka. Die Erwachsenen stahlen Maschinenöl und Garn aus der Fabrik. Die Schwestern zündeten eine Chanukka-Kerze an. Zusammen mit einem anderen Mädchen stand ich am Fenster schmiere. Jeden Tag zündeten wir Chanukka-Kerzen an und sangen Maus zu. Ihr wolltet uns töten und wir zünden Chanukka-Kerzen an. Es hat uns so glücklich gemacht. Das kann ich gar nicht in Worte fassen. Bergen-Belsen. Es fällt mir schwer, darüber zu reden. Wir lagen in den hinteren Reihen auf dem Boden. Die Toten wurden durch ein Fenster auf einen Haufen geworfen. Meine beiden Schwestern starben neben mir und wurden auf den Haufen geworfen. In
In einem nördlichen Land wurde ich zum zweiten Mal geboren. Ich hatte das Gewicht einer Feder. Ein nach Chloroform riechender Mann murmelte: Sie wird leben, weil sie weint. Ich konnte schon wieder gehen, sogar denken. Nur lächeln. Lächeln konnte ich einfach nicht. Ich habe Lehramt studiert und war bis zu meiner Pensionierung Lehrerin. Ich habe eine große Familie, so Gott will, und einen Sohn von Nina. Die Flamme steigt auf. המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח. Die Worte der Überlebenden werden von Frau Shoshana Weiss gesprochen. Sie wurde in Vodra Dorni, Rumänien, geboren. 1941 wurde ihre Familie aus der Heimat vertrieben und nach Transnistrien deportiert. Der Vater schickte man zur Zwangsarbeit. Shoshana blieb bei Mutter und Schwester. 4 Jahre überlebten sie trotz Hunger, Kälte und Entbehrungen. Nach der Befreiung wanderte Shoshana nach Israel aus. Nach Abschluss ihres Lehramtsstudiums war sie eine angesehene Pädagogin. Shoshana und ihr verstorbener Ehemann, seligen Angedenkens, haben 2 Kinder, Enkel und Urenkel. Haben Sie schon einmal eine 8-jährige Kommandantin gesehen? Keine Kommandantin militärischer Schlachten. Nicht einmal eine Kommandantin in Partisanenwäldern, sondern eine Kommandantin, die jahrelang das Kommando über ihre Familie führte, über kranke Mutter und eine kleine Schwester. Und das über Jahre hinweg. Ich, Shoshana Weiss-Shapira, das verwöhnte Kind meiner Familie, bin unfreiwillig in diesen Lebensweg ins Ghetto von Mogilev in Transnistrien gezwungen worden, in einem Alter, wo andere Kinder die Grundschule besuchen. Zum Lernen kam ich nicht. Gleich an meinem ersten Schultag wurde ich von der Schule geworfen. Mein Vater, Zvi Hermann, musste Zwangsarbeit leisten. Wir, Mutter Hanna, ich und meine kleine 4 Jahre alte Schwester, Shulamit, waren von Hunger und Krankheiten umgeben. Mutter und Schwester erkrankten bald an Typhus. Der Kampf ums Überleben der Familie lastete auf meinen Schultern. Jahrelang stahl ich mich Tag für Tag aus dem Ghetto, klopfte an die Türen Fremder, um die wenigen uns verbliebenen Gegenstände für etwas Brot einzutauschen. Als wir nichts mehr hatten, keine Gegenstände mehr, ging ich, ein kleines, 8 Jahre altes Mädchen, und bot mich Fremden als Haushaltshilfe an. Ich arbeitete hart und lange, um Brot für Mutter und Schwester nach Hause zu bringen. Der Zustand meiner Schwester verschlechterte sich. Sie kam ins Krankenhaus. Tag für Tag stahl ich mich heimlich ins Krankenhaus. Ich sprach meiner Schwester Mut zu. Eines Tages weigerte sich die ukrainische Krankenschwester, mich ins Krankenhaus zu lassen. Ich weinte, warf mich auf den Boden. Schließlich wurden meine Tante und ich hineingelassen, nur um meine kleine Schwester in der Leichenhalle auf einem Haufen Toter wiederzufinden. Meine Tante versteckte den kleinen Leichnam unter ihrem Mantel. Wir schmuggelten ihn aus dem Krankenhaus. Plötzlich merkten wir, dass sie noch atmete. Trotz der widrigen Umstände konnten wir sie ins Leben zurückholen.
Wir Juden waren Zivilisten, keine Soldaten, vor allem alte Frauen und Kinder, Juden, die den Schabbat waren und Säkulare. Wir verstanden nichts von Waffen, nichts vom Kampf gegen Rumänen, Deutsche und deren Helfer. Aber innerhalb all dessen gab es auch Widerstand und Heldentum. Mein Onkel hat heimlich Gebetsriemen angelegt. Er wurde erwischt und wurde dann in das Wasser des Dniester geworfen. Meine Mutter, als wir beschossen wurden von Granaten, ist sie im Amoklauf aus dem Ghetto gestürmt, um unserem Schicksal zu erinnern. Sie warf sich auf mich und die Schwester, um uns vor Granatenschuss zu schützen. Der jüdische Arzt, der verletzten Juden zu Hilfe eilte, wurde selbst von Granaten getötet. Dies ist ein Stückchen Leben, viele kleine und doch große Geschichten. Zeugen vom Geist des Menschen und von Heldentum. Diejenigen, die von den Toten auferstanden sind, die helfen und unterstützen, um unter unmenschlichen Bedingungen menschliche Würde zu wahren. Sie sind Zeugnis davon, dass sie versucht haben, uns zu vernichten, doch wir haben gesiegt, weil unser Geist nicht gebrochen wurde. Wir haben den Deutschen und ihren Helfern und den Rumänen und ihren Helfern Widerstand geleistet. Allen Widrigkeiten zum Trotz haben wir überlebt. Ich hatte das Privileg, nach Israel auszuwandern, über ein Lager in Zypern. Ich war allein. Ich heirate Baruch Arye, seligen Angedenkens, ein Holocaust-Überlebender aus Ungarn. Zusammen gründen wir in Israel ein Zuhause und eine wunderbare Familie. Ich wurde Lehrerin und Pädagogin. Ich, die aus der ersten Klasse geflogen war, habe Generationen von Schülern unterrichtet und sie zu Liebe für den Menschen und das Land erzogen. An diesem besonderen Abend stehe ich hier vor Ihnen und rufe uns alle zu Einheit und Zusammenhalt auf, um unser Volk und unsere Heimat zu bewahren, denn wir haben kein anderes Land. Vielen Dank. האלם ששרפנו אז מפחד הלא אמרת אליי העיר כל כך ריקה הלא אמרת אליי נשתוק מעט ביחד בחלון יקמלו כבר שושני הנוחם בחלון נסתם חזון המרחבים רק מחייכים במלוא הרוחב אל כל השלב מוצאת באור הערבים בואי נצא שוב לחוצות אותם הלכנו אל ספסלי אהובים בגן העיר אולי נפגוש עוד בפנים אשר שכחנו אולי עוד מחדש אותו השיר בחלומות ההם על הספסל הקר בחלומות ההם נרדים את עברנו עד שיום אחד גבוה ומוכר ייפול שוב בנשיקות על צווארנו Thank you.
ההלם ששרפנו אז מפחד הלא אמרת אליי העיר כל כך רכה הלא אמרת אליי נשתוק מעט ביחד בחלון יקבלו כבר שושני הנחם בחלון היא נסתם חזון המאה לשלב מוצאת באור הערבים בואי נצא שוב לחוצות אותם הלכנו אל ספסלי האהובים בגן העיר אולי נפגוש עוד בפנים אשר שכחנו אולי נשמע עוד מחדש אותו השיר בחלומות ההם על הספסל הקר בחלומות ההם נרדים את עברנו עד שיום אחד גבוה ומוכר ייפול שוב בנשיקות על צווארנו Koppel Kolpenitsky, geboren in Lachbar, Weißrussland, wurde 1941 mit seiner Familie ins Ghetto inhaftiert. Er war 14, musste Zwangsarbeit leisten. Im September 1942 wollten die Deutschen das Ghetto liquidieren. Da brach der Untergrund initiierte Aufstand aus. Etwa 600 Juden flohen in die Wälder, beschossen von Scharfschützen. Nur wenige überlebten. Monatelang irrte Koppel durch die Wälder, bis er im Sommer 1943 als Kämpfer in die Reihen der Partisanen aufgenommen wurde. Liebe Mutter, fast zwei Jahre ist es her, dass ich gegen meinen Willen von dir getrennt wurde, durch die Hände von Mördern, die dich und den Rest meiner Familie und Verwandten kaltblütig ermordeten. Aufgrund meines jungen Alters spüre ich den Verlust umso stärker, empfinde den Schmerz auf Schritt und Tritt. Auch wenn ich weiß, dass du mir niemals antworten, nie mich umarmen und streicheln wirst, muss ich mit dir reden. Vielleicht wirst du auf irgendeine Weise meinen innigsten Wunsch ja irgendwie spüren. Ich bin dein Jüngster, ein Nachzügler, der mit 15,5 Jahren von dir geträumt wurde. Ich schwor, weder zu ruhen noch zu schweigen, bis ich mit eigenen Augen sehe, wie die Deutschen zahlen für die Trennung, die sie uns aufzwangen. Mutter, du musst wissen, dass dein Sohn seit Mai 1944 mit einem deutschen Gewehr gegen die Deutschen, die Mörder unseres Volkes, kämpft. Dein Sohn zahlt es den Mördern mit ihren eigenen Waffen heim. Als ich anfing zu kämpfen, war ich zögerlich und ängstlich. Töten war mir fremd. Es fiel mir schwer, den Abzug zu drücken, einen Menschen zu töten. Kannst du dir vorstellen, dass dein Sohn Koppel schießt und tötet? Ich hoffe, du freust dich, dass sich Rechte aus unserem Volk erhoben haben und ich unter ihnen bin, dass ich die abscheulichen Verbrechen der Deutschen nicht stillschweigend hinnehme. Ich vermisse deine streichelnde Hand, deine Umarmung, deinen Kuss. Ich mag ein tapferer Kämpfer, heldenhafter Soldat sein, aber tief im Innern bin ich nur ein einsamer kleiner Junge. Tag und Nacht denke ich an dich, an Moshe, Elchanan und Ida. Tag und Nacht, ganz besonders, wenn ich kämpfe. Eure Gestalten weisen mir den Weg im Kampf. Die Erinnerung an euch gibt mir Mut und Kraft. Doch am Ende jedes Gefechts stellt sich wieder das vertraute Gefühl der Einsamkeit ein und der Schmerz darüber, dass ich das Durchgemachte nicht mit euch teilen kann. Ich kann es niemandem erzählen. Ihr seid nicht mehr. Dein Sohn.
Koppel. Koppel, der einzige Überlebende seiner Familie, wanderte 1948 nach Israel aus. Er trat in die IDF ein, kämpfte im Unabhängigkeitskrieg und die folgenden Kriegen Israels. Sein Sohn Israel Zolik ist heute bei uns. Psalmverse werden verlesen von Oberrabbiner David Lau. Das Publikum wird gebeten, sich zu erheben. Herr, wie zahlreich sind meine Feinde, so viele erheben sich gegen mich, machen listige Anschläge gegen dein Volk und halten Rat gegen die, die sich bei dir bergen. Sie sagen, lassen sie ausrotten, dass sie kein Volk mehr seien, dass des Namens Israel nicht mehr gedacht werde. Gott, rette meine Seele, denn im Tode gedenkt man deiner nicht. Er, der jede Blutschild rächt, denkt an die Armen, vergisst ihren Notschrei nicht. Herr, sieh, wie sie mich hassen. Wie lange noch, Herr, vergisst du mich ganz? Wie lange verbirgst du dein Gesicht vor mir? Wie lange muss ich im Schmerz und Seele leiden, in meinem Herzen Kummer Tag für Tag tragen? Blick doch her, erhöre mich, damit ich nicht sterbe. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stab gibt mir Zuversicht. Kaddisch verlesen von Israels Oberrabbiner, dem ersten Zions, Rabbiner Yitzhak Yosef. לעילה מן כל ברכתה, שירתה, שבחתה ונחמתה, דם איראן בעלמה ואמרו אמן. יש למה רבה מן שמיה, חיים וסבה וישועה ונחמה, שצבה ופורה וגולה וסליחה וכפרה, ורווח והצלה לנו כל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום עם רומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. המשמר יבוא לנוח, עמוד נוח. Das Gebet El Malei Rachamim hätte Ephraim Moll, Holocaust-Überlebender, verlesen sollen. Bei den Vorbereitungen fühlte er sich gestern Abend schlecht, ist ins Krankenhaus gekommen und wir beten um sein Wohl. El Malei Rachamim wird nun verlesen von Shuli Rand, Sohn von Holocaust-Überlebenden aus Rumänien, Bilha und Professor Jakob Rand, seligen Angedenkens. אל מלא רחמים שוכן במרומים דיין אלמנות ואבי יתומים המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה במעלות קדושים וטהורים כזוהר כי המאירים ומזהירים לנשמות ששת המיליונים אחינו ואחיותינו רבבות אלפי ישראל אנשים נשים וטף שנהרגו שנשחטו שנשרפו שנחנקו שנקברו חיים ושהומתו בכל מיני מיתות משונות ואכזריות בידי הגרמנים הנאצים ועוזריהם ושהלכו לעולמם על קידוש השם בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמותיהם, לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמותיהם,
בגן עדן תהיה מנוחתם, השם הוא נחלתם, וינוחו בשלום על משכבותם, ונאמר אמן. התקווה, נציונל הימנה. דגיל, שק. כל עוד בלב פנימה נפש יהודי הומיה ולפתי מזרח קדימה עין לציון צופיה עוד לא עבדה תקוותנו התקווה בת שנות אלפיים להיותם חופשי להיותם חופשי בארצנו ארץ ציון וירושלים המשמר יחטיף את נשקו אחטיף שק Die Zeremonie ist beendet. Bitte bleiben Sie auf Ihren Plätzen, bis Staatspräsident, Premier, Parlamentspräsident, Präsidentin des Obersten Gerichts den Ort verlassen haben. Wertes Publikum, Shuttlebusse zum Herzlberg stehen Ihnen am Ausgang von Yad Vashem zur Verfügung. Bitte achten Sie auf die Beschilderung. Bitte lassen Sie Audiogeräte und Kopfhörer auf den Stühlen. Gehen Sie in Frieden.